Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play City Bus Manager. Wir machen weiter bei Tiger Bus. Und ja, guckt mal, die haben Weihnachtsmützen auf. Ist das nicht süß? Passend zu Weihnachten, das uns hier bevorsteht, tragen ein paar unserer Mitarbeiter süße kleine Weihnachtsmützen. Schön. Es gab ein Update für das Spiel und zwar gibt es jetzt weitere Busse. Die werden wir natürlich auch nach und nach erforschen. Das dauert wahrscheinlich ein bisschen, bis wir die alle haben. Da gab es auf dem Discord-Server des Spiels eine tolle Abstimmung zu, welche Busse sich gewünscht wurden. Und die am meisten gewünschten, die wurden jetzt hinzugefügt. Genau. Dann gab es ein paar Bewerbungen von euch. Die möchte ich auch gleich bearbeiten. Ich schaue zuerst, ob wir weitere Busfahrer einstellen können. Die sind leider alle unfreundlich. Ich will die leider alle nicht. Nee, das bringt nichts. Gut, dann gucke ich mal, wer sich beworben hat. Für einen Reinigungsjob. Huch, hier müssen wir hin. Für einen Reinigungsjob haben wir ja noch ein bisschen Platz. Und zwar die Shanda Osborne wird ersetzt durch den Tim A. Gressiv. Wobei, Nachname wird groß geschrieben. Gressiv. Herzlich willkommen. Ich hoffe, der Name ist nicht Programm. So, ist übrigens der kleine Bruder vom Herr D. Pressiv. Mir fällt der Vorname gerade nicht ein. Tim D. Pressiv, genau. Beides Tims. Interessant. Du bist eingestellt. Dann haben wir noch als Bewerbung für einen Busfahrer jemanden. Muss ich nur gucken, ob wir noch Platz haben. Brinkley Geisner und Liam Reinsch. Die müssten, glaube ich, beide Spiel benannt worden sein. Das heißt, die kann ich umbenennen. Der Rest sind alles schon eure Namen. Dann benennen wir die Brinkley Gleisner um in Mauri. Du bist eingestellt. Herzlich willkommen bei Tiger Bus. Und dann haben wir noch war es das schon? Nee, da gibt es noch eine Bewerbung. Und zwar dann noch der Jojo Red Nose. Herzlich willkommen an Bord. Das waren alle Bewerbungen, wenn ich das richtig sehe. Wenn ich was übersehen haben sollte, dann bitte schreibt es in die Kommentare und nehmt es mir nicht übel. Aber das müssten eigentlich alle Bewerbungen gewesen sein. Dann hätten wir das erledigt. So, dann habe ich einen wichtigen Kommentar bekommen. Und zwar die kleinen Stellplätze, die funktionieren natürlich nur bei den Sprintern. Master, die kenne ich gar nicht, die sind glaube ich auch neu. Bei Master, Sprinter und Zito. Der Rest braucht mindestens mittlere Stellplätze. Das heißt, wir haben ja eigentlich nur noch mittlere Busse. Das wiederum heißt, dass die Stellplätze weg können. Die hier auch. Weil die können wir nicht verwenden. Ist die Frage, können wir da vielleicht stattdessen dann zwei mittlere hinbauen? Das müsste passen, oder? Ich denke schon. Wir probieren das mal. Die kommen weg. Die sind ja eh nicht besetzt. Und die auch. Zack. Dann kommen da stattdessen vier mittlere hin. Das passt. Sehr gut. Ah, das war dumm gebaut. Vielen Dank für den Kommentar. Denn kleine Stellplätze sind natürlich Platzverschwendung bei uns. Denn wir haben keine Busse dafür mehr. Aber das müssten die einzigen kleinen Stellplätze gewesen sein. Das ist Mittel, genau. Ja, dann war es das schon. Dann haben wir die jetzt ersetzt. Ich hoffe, wir haben jetzt noch genug große Stellplätze. Sollte aber reichen. Das sind ja auch große. Müsste gehen. Da mache ich mir jetzt erstmal keine Sorge. Ansonsten wird das Spiel schon irgendwie meckern. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Dann hätte ich ganz gerne, sofern das Kleingeld dafür vorhanden ist, eine Lackiererei. Da ist bloß die Frage, wo die hin kann. Platztechnisch gar nicht so einfach. Na, hier passt die leider nicht hin. Das wäre schön. Weiß auch gar nicht, wie ich die genau platzieren muss, um ehrlich zu sein. Ich glaube, so wenn dann. Das heißt, wenn wir die Straße hier weiter... Das war nicht geplant. Ups. das war nicht geplant. Der Bus müsste... Ja, da kommt der Bus wieder. Okay. Genau, so würde das gehen, rein theoretisch.
Ich glaube, so baue ich die Lackiererei hier auch erstmal hin, so rein provisorisch. Kann man ja immer noch bearbeiten dann. Es fehlt halt das Geld. Kann ich die. Ich kann die trotzdem bauen. Okay. Passt da noch ein. Nee, da passt nichts mehr hin. Okay. Ja. Halb so schlimm. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Lackiererei. Ich weiß gar nicht, wie ich Busse dorthin schicken kann. Darüber. Okay. Dann nehme ich jetzt mal den DL05. Der wird erst um 13 Uhr benötigt. Sagt Bus lackieren. Dann wird er jetzt zur Lackiererei gefahren. Durch den Mechaniker. Interessant. Habe ich auch noch nicht gesehen. So, jetzt ist er hier drin. Und jetzt hat es geladen. Und jetzt haben wir hier dieses Busbearbeitungsmenü. Genau. Und jetzt laden. So, genau. Und zwar, es gibt ganz viele neue Tigerias Repaints von tollen Zuschauern. Vielen, vielen Dank dafür. Das wird mal angewendet. Haben wir hier ein paar Tigerias-Logos. Wir lieben Paderborn, dein Arbeitgeber, Tiger Bus Paderborn, Geschäftsführer Tigerias. Das heißt, wir werben dort auch ein bisschen für Busfahrer. Brauchen wir ja auch gerade. Repaint von Daniel C. Bus. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Daniel C. Bus. Mit dem Tigerias-Logo, den 5 Sternen, das Tigerias-Orange. Sehr, sehr hübsches Ding, meiner Meinung nach. Vielen, vielen Dank dafür. Das wenden wir mal an. So, da strömt die orangene Farbe raus. Wir haben noch mehr Repaints. Eine Übersicht zu allen aktuellen Repaints, die findet ihr auf dem Discord-Server von mir. Link dazu in den Kommentaren. Dann könnt ihr euch die auch kostenlos runterladen und verwenden, sofern ihr das möchtet. Genau, ja. So viel dazu. Also, vielen, vielen Dank. Es gibt noch mehr Repaints. Ich habe jetzt ehrlich gesagt bloß vergessen, die Übersicht aufzurufen. Das werde ich in einem der späteren Parts auf jeden Fall machen. Der City White, den können wir auch umlackieren. Da gibt es ja auch eine Tigerias-Lackierung für. Ja, also vielen Dank dafür. Das freut mich sehr. So, dann gab es noch die Umfrage bezüglich der Schichtzuweisung. Dort gab es ein paar, die gesagt haben, ich soll das zwischen den Folgen machen. Gab aber auch welche, die das gerne sehen möchten. Ich werde es so machen, ich mache das einfach immer am Ende der Folge. In den letzten Minuten. Und dann könnt ihr entscheiden, möchtet ihr da zusehen oder schaltet ihr vorher schon ab. Und wer zusehen möchte, kann das tun. Wer abschalten möchte, kann das auch tun. Und ich denke, das ist dann eine Lösung, womit jeder zufrieden sein kann. So als Kompromissweg. Genau. So, jetzt lädt das Spiel nochmal kurz. Jetzt sind wir hier im Bearbeitungsmenü. Wir laden und dort gibt es nochmal den Tigerias-Bus als Lackierung. Zack, anwenden. So, was stehen hier noch für Busse rum? DL05, den können wir auch lackieren, genau. Ich glaube, für den New Route Master gibt es keine Tigerias-Lackierung. Den können wir auch noch lackieren. Aber auch für den DL5 gibt es auf jeden Fall eine. Daher werden wir die natürlich benutzen. So, wir spulen ein bisschen vor. So, dann lädt das Spiel kurz. Und wir können den umlackieren. Zack und zack. Perfekt. So, und dann der City White hier oben noch. Dann hätten wir das geschafft. Es gab noch einen Kommentar. Ich habe einen Busfahrer falsch benannt. Und zwar der Friedrich. Jetzt finde ich den nicht. Ja, genau. Ohne I. Friedrich statt Friedrich. Entschuldigung, das sollte jetzt behoben sein. Und das waren, glaube ich, die allerwichtigsten Kommentare seit der letzten Aufnahme. Wenn ich irgendwas Wichtiges übersehen haben sollte, bitte in die Kommentare schreiben. Zack und zack. Perfekt. Genau, wir haben einen Zuschauer, der südlich von Paderborn lebt. Hier unten im Süden, da werden wir
ja, im Laufe des Let's Plays sicherlich auch hin expandieren. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir dort sind. Aber aktuell sind wir hier ja in Paderborn zugange und die Busse sind auch gut gefüllt. Was ist denn heute los? Linie 3 ist völlig überfüllt. Und Linie 3 Spiegel, warum das denn? Besseres Essen für Mitarbeiter. Also die sind irgendwie völlig überfüllt. Ist ja verrückt. Linie 1 auch. Oh ja, Okay, gut zu wissen. Das muss ich dann berücksichtigen bei der Planung. Überstunden häufen sich in der letzten Zeit. Ja, ich möchte ja Busfahrer einstellen, dann sollte das eigentlich wieder besser werden. Aber es gibt leider. Ah, du bist gut. Dich stelle ich ein. Zack. Bist auch gut. Dich stelle ich ein. So, und dann brauchen wir wieder Spinde. Das kriegen wir hin. So müsste es richtig rum sein, genau. Dann wird hier die Wand mit Spinden zugebaut. Zack und zack. So, dann können wir wieder ein paar Busfahrer einstellen. Oh, du bist super. Dich kann ich auch für ein bisschen weniger arbeiten lassen. Zack, du bist auch super. Zack, sehr gut. Dich stelle ich, glaube ich, auch ein. So, dann haben wir jetzt wirklich einen Schwung an neuen Busfahrern und ja auch an Personen, die wir wieder umbenennen können. 5 Leute können wir wieder als Busfahrer einstellen. So, die werde ich jetzt auch hier gleich mal einweisen in die Schichtplanung, damit sich die anderen so ein bisschen ausruhen können heute Nachmittag und hier niemand, möglichst niemand 2 Schichten fahren muss. Ja, da wird es aber echt eng. Luise Manke ist, glaube ich, neu. Ja. Das passt dann hoffentlich. Und Linie 3 und Linie 3 Spiegel ist völlig überfüllt. Wobei da fährt ein Urbino 18. Ja, ein DL05. Okay, nicht super. Ein New Route Master und noch ein New Route Master. Also, wir brauchen da was Größeres als die New Route Masters. Das klappt sonst nicht. Das funktioniert sonst nicht, wie wir sehen. Oder wir fahren dort mit mehr Bussen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Was ist denn los hier? Ist ja Wahnsinn. Ja, Linie 3. Ich glaube, wir brauchen echt einen engeren Takt bei Linie 3. Das klappt sonst nicht. Wir haben ja noch Busse übrig, meine ich. Deshalb könnten wir das machen. Und Linie 3 Spiegel ist auch überfüllt. Trotz des riesigen Busses. Also da müssen wir den Takt anpassen. Definitiv. Das geht anders nicht. Linie 3 und Linie 3 Spiegel bekommen einen engeren Takt. Linie 1. Ja, da können wir noch einen größeren Bus einsetzen. Dann sollte das gehen. Aber hier, das ist Wahnsinn. Fahrplan bearbeiten. Ja, die haben schon einen echt engen Takt, aber es funktioniert ja offensichtlich nicht. Dann gehen wir mit einem 10-Minuten-Takt und hier einem 15-Minuten-Takt. Das kann eigentlich so unverändert beibelassen werden. Denke ich. Vielleicht hier mal noch eine Minute Puffer, das schadet nicht. Und dann brauchen wir hier eben 3 Busse. Genau. Bestätigen. Es wird ab morgen aktiv. Und hier können wir den Fahrplan auch bearbeiten. Eine halbe Stunde ist zu niedrig. Gehen wir hier auf 20 runter. Ne, normal auf 20 und hier auf 15 runter in der Hauptverkehrszeit. Und dann müsste das auch deutlich aufgelockert werden. Genau. Verspätungen müssten wir keine haben. Das geht. Ja, das ist okay. Linie 2 spiegelt so ein bisschen, aber noch im Rahmen. Ja, und dann haben wir hier ab morgen 2 weitere Busse im Einsatz. Linie 4 ist auch ziemlich voll. Ja, hier unten. Aber es geht noch. Ist voll, aber die kriegen eigentlich alle abtransportiert. Linie 6, die neue Linie. Boah, ist eher enttäuschend, würde ich sagen. Man kann ein kleinerer Bus auf jeden Fall fahren. Da ist nicht so viel los. Gut. Dann haben wir ab morgen 2 neue Busse, die wir hier brauchen. Da könnten DL05 fahren. Noch ein DL05 oder New Route Master.
Die hätten wir dann doch auf Lager so gesehen. Die City Rides, ja, das ist schwierig, da eine Verwendung für zu finden. Die müssten wir vielleicht irgendwann auch mal ausmustern, weil die zu klein sind. Müssen wir mal schauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir das jetzt hinkriegen. Dass wir da morgen, ja, mit weniger Problemen dann den Tag starten können. Das sollte heute aber wirklich für Rekordumsätze sorgen, denn wir verdienen ja enorm viel irgendwie. Es geht heute total ab. Was ist hier? Hier haben wir irgendwas erforscht. Ah, wir können jetzt hier die Busse erforschen, genau. Aber ich glaube, unser Rufi ist relativ gestresst. Daher möchte ich dem eine kleine Pause gönnen. Ja, der darf mal ein bisschen eine Pause machen. Ich denke, als nächstes erforschen wir tatsächlich mal die Busse hier. Das würde mich interessieren, was es da jetzt so an neuen Bussen gibt. Ah, die Bentley Arena von Linie 5 hat geschrieben. Sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie vermutlich schon bemerkt haben, wird die Linie 5 aktuell kaum genutzt. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie den Linienverlauf sinnvoll anpassen können. Mit freundlichen Grüßen, Bentley Arena. Ich finde den Linienverlauf von Linie 5 eigentlich in Ordnung. Also, es gab auch einen Kommentar, dass ich doch eine Route von hier unten zur Linie 5 machen soll. Ist geplant, ist angedacht, auf jeden Fall. Ich schlage vor, das machen wir sogar im nächsten Part. Das können wir machen. Und dann wird die vielleicht auch ein bisschen mehr genutzt, wenn die mit den anderen Linien hier verbunden ist. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich hier an der Linie an sich anpassen sollte. Wir haben hier unsere Bentley Arena und irgendwo einen Bahnhof angebunden. Weiß gerade gar nicht mehr, wo hier, oder? Genau hier, Paderborn Schloss Neuhaus ist unsere Bahnhofshaltestelle. Wir fahren ja durchs Wohngebiet. Also ich finde das eigentlich gut. Ich sehe da kein Potenzial, das irgendwie verbessern zu können, ohne da enorme Kosten, ja, anzurichten. Wir müssen halt auch darauf achten, dass die Linie nur mit einem Bus fährt, sonst ist die kaum wirtschaftlich. Daher wüsste ich nicht, was ich da tun sollte. So, wir machen jetzt noch den Schichtplan für morgen. Wir kopieren das heutige und fügen es morgen ein. Ach, guck mal, das ist schon getan. Fügen wir es für Mittwoch ein. Perfekt. Und genau, wir haben jetzt noch ein paar Routen, die hier nicht kopiert wurden, offensichtlich. Und eben mit Linie 3. Linie 3 Spiegel jetzt auch neue Schichten. Ganz genau. Um die müssen wir uns kümmern. Dann gucken wir da mal, was wir so hinkriegen können. Also, ich mache erstmal die Linie 2. Da fährt, glaube ich, immer ein Citywide, wenn das richtig ist. Genau. Das hat heute auch funktioniert. Warum eigentlich zwei? Fahren zwei Busse auf Linie 2? Ja klar, ja klar. Fahren da zwei Citywides? Ich habe die gerade mit Linie 1 Spiegel verwechselt. Das tut mir leid. Ne, da fährt noch ein Route Master. Ja, das würde ich auch so beibehalten wollen. Zack. Die Linie 2 Spiegel fährt auch mit New Route Master zweimal. Würde ich auch gern wieder so beibehalten. Zack. So, ist hier Linie 6 schon zugewiesen? Weil da reicht ein Citywide. Ja. Also da würde ein Citywide reichen. Definitiv. Zack. Und hier, ebenfalls. Ist nur einmal ganz kurz am Ende Linie 5, Linie 4. So, sonst nehmen wir da irgendwie ein DL05. Da haben wir ja auch ein paar von. Zack. Dann sind hier die großen Busse nämlich frei. Dann nehmen wir nämlich da einmal den Urbino 18 für die Linie 3. Dann für die Linie 4 den O530G. Was haben wir noch so an großen Bussen? Gar nicht mehr so viel. Linie 3 Spiegel bekommt dann den New Route Master. Linie 1 kriegt, ja, auch einen New Route Master. Das war heute ein bisschen eng. Dann kriegt die Linie 3 noch ein DL05.
Und dann muss ich ein bisschen gucken, was wir dann noch so zur Auswahl hätten. Ehrlich gesagt, gar nicht so viel. Nee, wir sind da relativ unflexibel. Wir müssen fast den Citywide nehmen. Das geht aber nicht für Linie 3 Spiegel. Und Linie 3, da können wir kein Citywide nehmen. Das ist ja Wahnsinn. Weil das hier ist eh nur so ein kleiner Verstärker, der hier fährt. Ja gut, den kriegen wir bestimmt noch irgendwo unter. Könnten wir zum Beispiel den DL05 für nehmen. Und dann bis 16:15 Uhr. Linie 3 Spiegel. Schwierig. Was könnten wir da nehmen? Nehmen mal den hier. So, den DL05. Gut, dann geht's mittags weiter auf der Linie 4. Da würde ich den hier weiter nehmen, den O530G. Ja, das ist für mich das Sinnvollste. Linie 1 bekommt dann nachmittags noch einen New Route Master am besten. Wobei ich glaube, da haben wir fast keinen frei. Da könnte notfalls auch ein Citywide fahren. Das wäre kein Weltuntergang. Müssten wir, glaube ich, auch so machen. Da muss ein Citywide dann fahren. Nachmittags die Linie 3. Oh, 14:10 Uhr. Da haben wir eigentlich nichts frei. Das ist jetzt schwer, weil wir haben jetzt natürlich hier mehr Busse, die wir benötigen. Ne, zwei Busse mehr durch die Fahrplananpassung. Aber wir haben natürlich keine weiteren Busse gekauft. Wir könnten hier zum Beispiel den New Route Master auf der Linie 3 fahren lassen. Das wäre okay. Ab 15:25 Uhr, Linie 3, da hätte ich dann gern was Größeres als den New Route Master, wenn das ginge. Geht aber, glaube ich, gar nicht. Nee. Ja, wir können hier den DL05 noch nehmen. Dann nehmen wir den auch. Dann ab 15:55 Uhr auf der Linie 3 Spiegel. Citywide wäre frei, das ist aber doof. Urbino 18 wäre frei. Ist aber fast zu groß eigentlich. Den würde ich fast auf der Linie 4 verkehren lassen. Ja. Oder was fährt nachmittags noch auf Linie 4? Ah, der fährt schon. Okay. Ja, Linie 3 Spiegel. Ja, da. Das ist. Nee, da muss auf jeden Fall wenigstens ein großer sein. 15:55 Uhr, Urbino 18, dann Linie 2. Da würde vielleicht ein Citywide sogar reichen. Nehmen wir den hier einfach. Das ist okay. Linie 2 Spiegel. Nehmen wir den hier. Ne, das geht nicht. Nehmen wir den hier. Der fährt. Ja, das gibt aber Verspätungen. Können wir einen anderen noch nehmen? Den hätten wir frei. Dann nehmen wir den. Dann ab 16:05 Uhr auf Linie 5. Linie 5, da reicht ein ganz, ganz kleiner Bus. Ein Citywide. Ist da noch ein Citywide frei nachmittags irgendwo? Tatsächlich nicht, oder? Das ist ja Wahnsinn. Kein Citywide frei. Oh je. New Route Master wäre frei, aber ist Verschwendung eigentlich, um ganz ehrlich zu sein. Mache ich das anders, dann fährt hier der Citywide. Linie 2 Spiegel, die bekommt dann einen anderen Bus ab 15:55 Uhr. Bekommt hier den New Route Master, das wird ein bisschen eng, ich weiß. Linie 3 Spiegel. Könnten New Route Master bekommen. Oder hier auch. Ja, dann bekommt die einen davon. Die Linie 2 Spiegel bekommt den anderen. Dann haben wir hier noch Linie 3 und ein bisschen Linie 4. Linie 5 dann noch. Wäre vielleicht was für ein DL05. Linie 4, da brauchen wir was Großes.
schwierig. Wir haben da kaum noch. Wir haben auch zu wenig von diesen großen Bussen. Hier, da kann ein O530G hin. Es wird eng mit dem Schichtwechsel, ich weiß, aber geht halt nicht anders. Und dann brauchen wir noch einen, der größtenteils auf Linie 3, bisschen auf 4 und auf 5 fährt. Da muss eigentlich ein New Route Master fahren, anders geht's nicht. Ja, dann fährt hier der. Puh. Boah. Krass. Okay, das war jetzt echt viel Geplane. Mir macht das Planen eigentlich echt viel Spaß. Man muss ein bisschen überlegen, man muss zuteilen, aber mir macht Spaß und man sieht ja am nächsten Tag auch das Resultat. Ich kann aber natürlich nachvollziehen, wenn das zum Zusehen nicht ganz so spannend ist. Daher machen wir das jetzt einfach immer zum Ende der Folge. Das ist ja gar kein Problem. So. Zack. Da müssen auch wieder einige Busfahrer fahren. So, und hier fährt dann noch Audrey Saldazar. Okay, dann haben wir das für morgen alles zugeteilt. Sehr gut. Wir können eigentlich dann mit dem ganzen Geld, das wir haben, fast noch einen größeren Bus kaufen. Brauchen wir auch. Wir möchten eine neue Route machen. Das machen wir aber im nächsten Part. Ich danke euch fürs Zusehen. Es würde mich freuen, wenn ihr den Kanal kostenlos abonniert. Einen Klick für euch, dann freue ich mich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder beim City Bus Manager. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.